Der Caritasverband für den Landkreis Lindau e.V. ist umgezogen. In der Anneckerstraße 2F im Römerpark in Lindau hatte er nach langer Suche eine ehemalige Arztpraxis gefunden, sie gekauft und sie dann schließlich barrierefrei umbauen lassen. Der Geschäftsführer des Caritasverbandes, Harald Thomas, hat nun zur Einweihungsfeier eingeladen. Wir freuen uns, dass wir für unseren Caritasverband hier im Landkreis Lindau nach über 5-jähriger Suche jetzt angemessene, sehr helle, freundliche Räume gefunden haben, in denen wir unsere Dienste für die Menschen anbieten können, die Rat und Hilfe bei uns suchen. Bei der Einweihungsfeier sorgte die Querflötengruppe der Maria-Ward-Realschule Lindau für eine gute Stimmung. Landrat Elmar Stegmann und Oberbürgermeister Gerhard Ecker lobten die sehr gute Zusammenarbeit mit der Caritas. Sie freuten sich mit ihr über die freundliche neue Bleibe. Diözesan Caritas Direktor Domkapitular Dr. Andreas Mack spendete den kirchlichen Segen nicht nur den Räumen, sondern den Menschen, den Mitarbeitern und allen Klienten, die dort ein- und ausgehen. Auch wies er auf die grundsätzliche Bedeutung der Arbeit der Caritas hin. Ich freue mich, dass wir am heutigen Freitag die neuen Beratungsräume des Caritasverbandes Lindau einweihen konnten und in Betrieb genommen haben. Die Botschaft gerade der Advents- und Weihnachtszeit ist ja, dass Gott in die Welt kommt, damit die Welt heiler wird und die Menschen heiler fahren. Für uns als Kirche ist es absolut wichtig, nicht nur vom Heil zu sprechen, sondern uns mit allen Kräften einzusetzen, damit notleidende, arme und hilfesuchende Menschen wirklich eine Anlaufstelle haben. Diese neuen Räume hier in Lindau helfen uns, besser, freundlicher und adäquater diesen Menschen ein Angebot zu unterbreiten und Hilfe zu gewähren.